imagine all the people living for today. Der Ex-US-General Ben Hodges glaubt daran, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland noch in diesem Sommer drehen kann. Zitat: Das Wichtigste ist die Fähigkeit, über lange Strecken präzise Angriffe durchzuführen, so Hodges. Ob dies nun per Kampfjet, Drohne oder Raketensystemen erfolgen, sei zweitrangig. Gelingt es den Ukrainern, die Nachschubrouten und Hauptquartiere anzugreifen, sei die russische Armee schlagartig in ihrer Effektivität eingeschränkt. Zitat: Wenn sie die Krim erobern, und ich glaube, das gelingt noch in diesem Sommer, dann wird alles fallen. Die Krim ist der Schlüssel. Über die Krim verlaufe eine wichtige Nachschubroute für russische Truppen. Mit bereits von den USA zugesagten Langstreckenwaffen könne die Ukraine die 2014 von Russland illegal annektierte Halbinsel im Schwarzen Meer zurückerobern. Russland erhalte noch über eine Landroute durch die Südostukraine Nachschub für die Front. Auch hier müssten Langstreckenwaffen zum Einsatz kommen. Hodges glaubt auch nicht an eine russische Großoffensive im Frühjahr. Selbst wenn der Kreml bis zu 300.000 neue Kämpfer für die russische Armee rekrutieren könnte, so mangelt es doch an Logistik und Erfahrung auf dem Schlachtfeld. Eine große Armee sei nicht zwingend eine starke Armee, so der Ex-General. SpaceX has taken steps to stop Ukraine's military using its Starlink satellite internet service to control drones. Company's CEO Gwynn Shotwell says the system was never meant to be weaponized. She says Ukraine has used it in ways that were not intended and not part of any agreement. Shotwell said the system was purely intended for humanitarian purposes, not offensive operations. SpaceX has now taken action to stop Starlink's use with drones, but wouldn't give details. It wouldn't say whether some service outages in Ukraine were connected to the measures. The system has provided Ukraine's military with broadband connections for its operations. Starlink has shipped thousands of terminals to the country, allowing users to communicate via its network of satellites. Shotwell said its use for communications was fine. Russia has attempted to jam Starlink signals in the region, but the company says it has been able to counter that with software changes. Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky bittet um Kampfflugzeuge von seinen europäischen Verbündeten. Bei einem Treffen in Paris forderte er seine französischen und deutschen Amtskollegen auf, schwere Langstreckenwaffen zu schicken. Emmanuel Macron und Olaf Scholz bekräftigten ihre Unterstützung für die Ukraine. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz sagte Zelensky, Frankreich und Deutschland hätten das Potenzial, die Spielregeln im Kampf gegen Russland zu ändern. Все очевидно, чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю далекобійну, Еммануеля, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки. Олафе, чим міцніше буде наша коаліція танкова. Я вам вдячен за те, що ви почали цей шлях, і тим швидше закінчиться ця агресія Росії. І ми повернемо Європі впевнений мир. Zuvor hatte Zelensky bei seinem Besuch in London die Westminster Hall aufgefordert, Kampfjets zu liefern. Großbritannien zögert bislang und hält die Lieferung von Flugzeugen für eine langfristige Lösung, da es Jahre dauern werde, Piloten auszubilden. Im Rahmen seiner Europareise trifft Zelensky jetzt in Brüssel die Staats- und Regierungschefs der EU. Bei ihnen will er seine Forderung erneut vorbringen. Demonstrativer Schulterschluss am Mittwochabend in Paris. Bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky sicherten der französische Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz der Ukraine ihre Unterstützung zu. Macron bekräftigte, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen dürfe und dass Paris wie Berlin die Ukraine so lange wie nötig militärisch unterstützen würden. Zelensky bekräftigte die Forderung der Ukraine nach schweren Waffen und Kampfflugzeugen. But thank you very much. Frankreich und Deutschland haben das Potenzial, das Spiel zu drehen, und so sehe ich auch unsere heutigen Gespräche. Das liegt auf der Hand. Je früher wir schwere Langstreckenwaffen bekommen und unsere Piloten moderne Flugzeuge bekommen, Emmanuel, je früher unsere Piloten moderne Flugzeuge bekommen können.
Olaf, je schlagkräftiger unsere Panzerkoalition sein wird, und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie diesen Weg eingeschlagen haben, desto schneller wird diese russische Aggression enden und wir werden Europa zu einem gewissen Frieden zurückführen. Die Ukraine gehöre zur europäischen Familie, sagte Scholz. Der EU-Gipfel werde ein starkes Signal der Solidarität mit Kiew aussenden. Die westlichen Länder haben ihre Militärhilfe für die Ukraine in diesem Jahr aufgestockt und Kampfpanzer sowie Waffen mit größerer Reichweite zugesagt. Sie haben sich aber bislang gegen eine Lieferung von Kampfflugzeugen ausgesprochen. Russlands Streitkräfte haben ihre nächste Großoffensive im Gebiet Luhansk in der Ukraine begonnen. Das Tempo der russischen Operationen entlang der Linie Svatove-Kremina im Westen des Gebietes Luhansk hat sich in der vergangenen Woche deutlich erhöht. Das ist auch der NATO nicht entgangen. We need to be prepared for long haul to stand with Ukraine for as long as it takes. If President Putin wins in Ukraine, it will be a tragedy for the Ukrainians, but also dangerous for us. It will send a message to authoritarian leaders, not only President Putin, but also in Asia and other places, that when they use military force, they can achieve their goals, and that will make the world more dangerous and us more vulnerable. Die hohe Vertreterin der UNO für Abrüstungsfragen Izumi Nakamitsu sagte, dass in der Ukraine die Aussicht auf eine Verhandlungslösung des Konflikts derzeit gering zu sein scheint, solange die derzeitige militärische Logik weiter vorherrscht. Der Mitbegründer der Band Pink Floyd, Roger Waters, sprach auf Ersuchen Russlands vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Was illegal. I condemn it in the strongest possible terms. Also, the Russian invasion of Ukraine was not unprovoked. So I also condemn the provocateurs in the strongest possible terms. Unterdessen hat die russische Wagner-Söldnergruppe die Rekrutierung von Häftlingen und Strafgefangenen für den Kampf in der Ukraine offiziell eingestellt. Das erklärte ihr Gründer Yevgeny Prigozhin. Historischer Besuch in Brüssel. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat vor dem EU-Parlament den Zusammenhalt Europas gegen Russland beschworen. Sein Land verteidige sich zusammen mit den Europäern gegen die größte antieuropäische Macht, nämlich Russland, sagte er am Donnerstag vor den Abgeordneten und bekam stehende Ovationen der Parlamentarier. Wir verteidigen uns auf dem Schlachtfeld, wir Ukrainer, zusammen mit Ihnen, sagte Zelensky im Parlament. Er dankte den Verbündeten für die militärische und humanitäre Hilfe. In seiner Rede erwähnte er die Forderung nach Kampfjets allerdings nicht. Der Besuch Zelenskys ist Teil der Bemühungen der Regierung in Kiew, von den westlichen Staaten mehr Waffen zu erhalten. Für das Frühjahr wird eine neue Offensive russischer Truppen erwartet, die zuletzt ihre Angriffe in der Ostukraine verstärkt hatten. In der Debatte um die mögliche Lieferung von Kampfjets hatte die britische Regierung der Ukraine am Mittwoch die Ausbildung von Piloten angeboten. Während Frankreich die Lieferung von Kampfjets zumindest nicht ausschließt, haben sich die Bundesregierung und die US-Regierung bislang ablehnend geäußert. Dieses Geschenk wird Sir Lindsay Hoyle so schnell nicht vergessen. Der Sprecher des britischen Unterhauses erhielt von Volodymyr Zelensky den Helm eines ukrainischen Kampfpiloten. Der Helm soll aber nicht als Dekoration in Hoyles Wohnzimmer verstauben, sondern dient als vorgezogenes Dankeschön für die Kampfflieger. Bei seinem Besuch in London bedankte sich der ukrainische Präsident für die Kampfflugzeuge, noch bevor Großbritannien die Lieferung zugesagt hatte. Auf den Helm, den Hoyle erhalten hat, steht, Zitat, »Wir haben die Freiheit, gebt uns Flügel, sie zu beschützen.« Weiter sagte Zelensky vor dem britischen Parlament, Zitat, »Kampfflugzeuge für die Ukraine, Flügel für die Freiheit.« Das Büro von Premierminister Rishi Sunak hatte kurz zuvor mitgeteilt, dass Großbritannien die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine prüfe. Verteidigungsminister Ben Wallace sei beauftragt worden, zu untersuchen, welche Kampfflugzeuge London zur Verfügung stellen könne. Thank you so much, Rishi, for inviting me and for me great honor to be here in Britain. And thanks, Britain, for society.
first of all, for your big support from the first days of full-scale invasion. Thank you so much. We are proud, really, and we have very good relations with Rishi and with Long Abadala, which will, I think, very important for security, our country, of course, security for the world. We've had a good chat already. We've got lots to discuss over the course of this day about how we can continue to support Ukraine in their struggle against Russia. It's a privilege to have you here, Volodymyr. We want to stand by you throughout this conflict and ensure that you're victorious. Thank you very much. See you later. Imagina la gente viviendo.